Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Backen mit Nemesis. Ich habe im Internet ein Rezept gefunden, das richtig genial ist, das muss ich euch unbedingt zeigen. Wir machen uns heute einen leckeren Schokonussstrudel oder eine Schokonusstasche, es gibt beides. Und das Rezept ist richtig genial, das fällt unter der Kategorie Ruckzuck-Rezept. Wir benötigen kaum Zutaten, es geht richtig schnell und ist einfach nur genial. Aber wir arbeiten heute als einzige Ausnahme mit einem bereits fertigen Blätterteig. Eben halt, weil es halt ein Ruckzuck-Rezept ist. Ich wollte ja unter anderem irgendwann auch mal einen Apfelstrudel machen. Da werde ich natürlich den Blätterteig ebenfalls selbst machen. Dauert natürlich alles ein bisschen länger, aber darum geht es hier, dass eben das Rezept richtig schnell gemacht ist. So, und ich würde sagen, jetzt habe ich den Blätterteig schon in der Hand. Kommen wir direkt mal rüber zu den Zutaten. Was benötigen wir? Wir benötigen eine Packung Blätterteig, den gibt es für 60, 70 Cent in jedem Supermarkt, einfach mal gucken. Dann haben wir Schokolade, ich habe 2 Tafeln Vollmilchschokolade, 200 Gramm. Wir benötigen nicht komplett 2 ganze Tafeln, ja? Dazu erkläre ich euch gleich später mehr. Zu der Vollmilch, ihr könnt natürlich nehmen, was ihr möchtet, Zartbitter, Weiße, vielleicht auch Nuss und so weiter, damit auch der Kern ein bisschen nussiger wird. Ist natürlich je nach Geschmack. Ich bleibe jetzt aber erstmal halt hier für die Folge bei der Basis Vollmilchschokolade. So, und dann haben wir einmal noch gehackte Mandeln. Ihr könnt natürlich auch Haselnusskerne oder sonst irgendwelche Sachen nehmen. Ich habe jetzt hier gehackte Mandeln, die kommen oben drauf gleich und ein Ei. Das werde ich gleich schlagen und damit bepinseln wir gleich die Oberfläche, damit die Oberfläche halt schön goldbraun wird und schön knusprig wird. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt als allererstes, weil das kommt danach weg. Und dann versuche ich mal, und das wird halt ein bisschen schwerer, ich versuche die Zubereitung mal aus einer anderen Kameraperspektive. Das heißt, ich versuche aus meiner Sicht die Sache zu zeigen, weil die Verarbeitung, das ist richtig super, weil die Verarbeitung von dem Blätterteig, das seht ihr von da aus nicht so gut und deswegen versuche ich das mal aus der Ich-Perspektive zu zeigen. Ich hoffe, es funktioniert, weil ich heute ganz alleine bin. Und ja, macht. So, das Ei kurz aufgeschlagen. Damit bepinseln wir halt gleich die Oberfläche, das kommt auch zur Seite. Ich würde sagen, jetzt machen wir einen kurzen Schnitt und dann haben wir die andere Kameraperspektive. So, liebe Leute, ich hoffe, das klappt jetzt hier. Ich habe den Blätterteig ausgepackt und schon ausgerollt. Und die Schokolade habe ich ebenfalls schon ausgepackt. Und hier habe ich ein Stück schon abgebrochen. Und ich zeige euch warum. Wir legen jetzt einmal ein Stück Schokolade hier hin. So. Und wir wollen halt dieses kleine Stück noch, damit es halt komplett passt. Dann haben wir komplett die ganze Fläche bedeckt. Und ja, das ist eigentlich der ganze Grund. So. Wir müssen jetzt gucken, dass wir einmal die Schokolade hier am Rand haben. Das hat einen Grund. Wir drehen die dann einmal rum und dann noch einmal. Und somit haben wir jetzt hier die komplett benötigte Fläche von dem Teig abgemessen. Jetzt nehme ich hier einen Pizzaschneider. Man kann natürlich auch ein ganz normales Messer nehmen. Gehen hier lang. Und schneiden der Schokolade entlang. Ich muss das mal zeigen. Wie gesagt, es tut mir leid, ist ein bisschen schwer mit nur einer Hand zu arbeiten und zu filmen. So, das legen wir halt zur Seite. Mehr benötigen wir nicht. So, dann haben wir jetzt hier die benötigten Seitenteile in der korrekten Größe. So, noch ein bisschen runter. Wird alles halt ein bisschen hakelig. Ich hoffe, das stört nicht so sehr. So, jetzt haben wir gleich die Seite, die wir hier rüberlegen und die da. Und dann nehmen wir jetzt halt wieder diesen Pizzaschneider und gucken, dass wir halt von jedem Stück anfangen und dann zum Rand entlang runterschneiden. So, ich mache das jetzt einfach mal ohne großartig weitere Kommentare.
So, und dasselbe hier auch. Hier wird es wieder ein bisschen komplizierter. Aber es funktioniert schon alles irgendwie. So, ich bin auch deswegen schweigsam, damit ich nichts falsch mache. Will ja niemand hier. So, damit hätten wir das schon zurechtgeschnitten. Jetzt nehmen wir dieses obere Teil und legen es einfach über die Schokolade. Hier kann man noch ein bisschen andrücken. Und hier ebenfalls. So. Damit ist der Start gemacht und wir können jetzt im Prinzip komplett hier rüber. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwerer. Ich habe das vorher natürlich mit beiden freien Händen gemacht. So, mehr ist das nicht. Wir machen jetzt hier quasi, ja, ein Zopf ist das ja nicht wirklich. Ich würde sagen, wisst ihr was? Ich lasse mich mal kurz alleine. Ich mache mal kurz einen Schnitt, damit ich jetzt hier doch beide Hände habe, weil das mir doch ein bisschen zu, naja, ihr wisst es ja. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier alles schön gemacht. Hier unten habe ich noch mit ein Stück von dem restlich übergebliebenen Teig hier ein bisschen zugemacht. Oben dasselbe und da braucht man einfach beide Hände für, damit hier einfach die Schokolade nicht sofort raus kann. So, und wir werden jetzt hier schön mit dem Ei einmal hier schön drüber pinseln. Damit das gleich beim Backen eine schön goldbraune Oberfläche bekommt, wie man es kennt. Macht man ja normalerweise immer. Macht man ja auch, wenn man halt sich so Croissants oder sonst irgendwas halt macht. Also ich habe es immer so gemacht, solltet ihr auch machen. So, viel Arbeit ist das ja nicht. So, das kann man dann auch wegstellen. So, und dann habe ich hier, eben weil ich halt mit einer Hand arbeite, werde ich jetzt den einmal rausnehmen. Nicht unbedingt alle, so viele brauchen wir gar nicht. So, und damit werde ich jetzt hier Stückchen für Stückchen den Strudel bedecken. Und auch hier wieder ganz klar die Ansage, macht so viel drauf, wie ihr wollt. Ja, manche machen es richtig dick beschichtet, manche nur sporadisch ein paar. Ich habe ungefähr so den Mittelweg genommen. Damit kommt, denke ich mal, auch jeder klar aus meiner Familie. So, gut, sauber machen und so weiter kann ich gleich. Ich glaube, hier sind wir fertig. So, liebe Leute, dieser Teil wäre geschafft. Ich hoffe, das mit der Kamera war okay. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und ja, jetzt bleibt uns nur noch der Schritt in den Ofen. Den Ofen habe ich bei 180 Grad vorgewärmt. Und da können wir das Ding auf mittlerer Schiene für 20, 25 Minuten backen. Je nachdem, schaut einfach, dass die obere Schicht schön goldbraun knusprig ist. Und dann auch vorsichtig halt mal auch die Stichprobe machen. Je nachdem, wir können natürlich auch ein bisschen früher das Ding rausnehmen. Halt je nachdem, die Schokolade wird sehr flüssig sein vorher, je nachdem, wie lange ihr das Ding drin lässt. Guckt einfach. Und ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt rein und dann schauen wir uns gleich an, was daraus geworden ist. So, liebe Leute, die 20 Minuten sind um. Ich habe den Strudel rausgeholt, bereits auf den Teller gepackt. Und wie ihr sehen könnt, ich komme damit ein bisschen näher, seht ihr, wie schön gold, voilà, nicht gelungen, wie schön goldbraun der ist. Und hier sehen wir, hier ist sein Teil ein bisschen abgegangen. Ihr seht vielleicht auch noch, dass die Schokolade hier nicht ganz geschmolzen ist. Muss aber trotzdem noch ein bisschen abkühlen. Ich werde den jetzt nicht anschneiden. Glaubt mir, er schmeckt wirklich super. Wie gesagt, ist ein super einfaches Rezept und eigentlich auch relativ schnell gemacht. Deswegen habe ich euch den ja auch gezeigt. So, und der nächste Strudel wird aber, wie schon bereits zu Anfang gesagt, mit einem Blätterteig gemacht, den ich natürlich selbst erstelle. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich werde ihn nicht probieren. Glaubt es mir einfach, der schmeckt köstlich. So, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das mit der Kamera wirklich nicht gestört. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut rübergekommen.
Wir sind am Ende. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Wenn sie euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und ja, für Kommentare, Vorschläge, Anregungen, was auch immer, nutzt die Kommentarfunktion, folgt mir auf Facebook, Twitter, Google+, abonniert, um keine weitere Folge zu verpassen und in diesem Sinne würde ich sagen, danke noch einmal und bis zu einem meiner nächsten Videos oder halt bis zur nächsten Folge Backen mit Nemesis. In diesem Sinne alles Liebe und alles Gute. Tschüss!